Hallo, herzlich willkommen bei mir hier auf dem Kanal Tobi33¾, dem Vinyl-Archäologie-Channel. Herzlich willkommen zurück oder herzlich willkommen zum ersten Mal. Heute hier Teil 3 meiner Reihe, beziehungsweise die Plätze 80 bis 71 meiner Reihe wertvollsten und rarsten Vinyls aus meiner Sammlung. Genau, es ist Folge 3. Hinten dran am Video im Abspann ist die Playlist mit den Teilen davor und dem ursprünglichen Video von vor über 2 Jahren, was mittlerweile sehr überholt ist, was die ersten 10 Plätze anbelangt. Genau, das Ganze steht im Zeichen dessen, dass ich zuletzt die 1000 Abonnenten geknackt hatte. Vielen Dank dafür, daher diese Special-Reihe. Und um nicht zu lange zu labern, das Ganze nicht zu lang werden zu lassen, fangen wir traditionell bei mir immer, wie immer bei mir auf dem Kanal an, mit dem, was im Hintergrund läuft. Das sind 10 Years After mit Undead. 1968er Live-Recorded Album in London, um genau zu sein, at Klug's Klieg, Railroad Hotel, West Hampstead, London, Northwest 6. So sieht's aus. Fantastischer Blues-Rock. 10 Years After sollte den meisten bekannt sein. Genau, ist eine Deutschpressung, glaube ich, in dem Fall ganz genau. Teldec. Original der Rahmen gefällt mir sehr, sehr gut. Aber nicht zu lange daran aufhalten. Wir haben die Plätze 80 bis 71. Heute sind wir mal wieder wesentlich mehr in Classic, bei Klassikern unterwegs. Ich habe hier meinen Spickzettel für euch, ja. Seid nicht so streng mit mir, es ist wieder eine nicht ganz richtige Anknüpfung an das letzte Mal. Trotzdem machen wir hier an der Stelle einfach weiter. Und wir starten mit einem Krautrock-Klassiker. Ich habe sie hier nicht in Reihenfolge liegen, deswegen muss ich mal so ein bisschen suchen. Genau, Krautrock-Klassiker. Eine der ersten Ohrplatten mit auch. Die Rede ist von nichts anderem als der wunderbaren Operation vom Birth Control. Ja, es ist die, ich weiß gar nicht, wievielste Ohrplatte, es könnte auch die 15. sein, wenn die glatt durchnummeriert sind. 1971 rausgekommen. Ja, so, muss ich unten mal kleben. Noske und die Kollegen, wenn ich mich nicht täusche, ne, war doch Noske. Frenzel! Noske ist doch Jane. Ich erzähl Quatsch. Ja. Genau, großartiges Teil. Ich mag auch das Artwork sehr. Es taucht auch nochmal was von ihnen auf in der Reihe, auf jeden Fall. Genau, irgendwie ja immer mit Geburtenkontrolle zu tun, ihre Artworks. Ja, ich finde es hier mit diesem Heuschreckenmagen, der die Kinder verdaut und schreddert hinten raus, ist schon crazy ein bisschen. Beziehungsweise das wird dann wieder umgewandelt in Spermien, irgendwie ganz, ganz freaky, aber ziemlich geil. Wie gesagt, Ohrpressung. Und ist ein, also im Original mittlerweile ein relativ rares Teil. Genau, ich kann nicht genau sagen, wenn die durchnummeriert ist, ist die 56015, womit ich dann einfach mal davon ausgehe, dass die 15. Ohrpressung ist. Wir werden wieder Experten im Hintergrund haben, die das nochmal revidieren oder bestätigen können. Was die Zahlen zu der Platte anbelangt, 367 nennen sie ihr eigen. 732 suchendes Gutstück. Zuletzt verkauft für 79 Euro, Medianpreis ist 89, was sie auf den Platz 80 spült. 30 der geringste Preis zuletzt, also in den letzten 10 Verkäufen und 396 der höchste. Wahnsinn. Geh von Sealed oder Autographed aus. Wüsste nicht welchen, also selbst in Mint. Sehr hoch gegriffen, wie ich finde. Krautrock-Klassiker, mit dem wir direkt starten und es geht in der Schiene auch weiter. Krautrock bleibt dran. Ich habe auch das Gefühl, die wollt ihr sehen, habe ich irgendwie so im Blute. Genau, und hier ist es auch wieder ein absoluter Klassiker, auch wenn es das zweite Album ist, nicht das Debüt von ihnen. Ja, es ist natürlich jetzt nicht so super, super, super rar. Es ist einfach ein super gefragtes Album, deswegen im Ranking im Sinne des Wertes relativ hoch. Es ist leider bei, das orientiert sich alles an den Discogs-Werten und Suchzahlen und so weiter. Und da kann man leider nicht, ich würde ja lieber das eigentlich im Sinne von haben zu Suchverhältnis machen, aber das wäre bei über 8000 Platten ein zu großer Aufwand. Die Rede ist hier in dem Falle Zweitwerk von Kraftwerk, also die grüne Pylone, ja, Klassiker einfach, ne? Leider gleich hinten angegriffen an der unteren Kante, aber vorne rum und innen eigentlich, ja, hier unten ist auch leicht, könnte ich mal mit dem Stift nachziehen, hat da mal leicht aneinander geklebt. Wunderbares Album von Ralf und Florian.
aus dem Jahr, was ist es denn, 71 auch, wenn ich mich täusche, ne? Genau, 71. Natürlich Conny hier, Tontechnik am Start, der Herr Konrad Planck, ja, zu dem habe ich ja auch mal eine schöne Serie gemacht. Wenn euch sowas interessiert, schaut mal im Kanal nach. Großartiges Album, Klinklang, Atem auf Seite 1, Strom, Spule 4, Wellenlänge und Harmonika auf Seite 2. Ja. Da sind sie auch noch recht krautrockig unterwegs. Nachher ist es ja weniger, ist es ja eigentlich kein Krautrock mehr, dann ist es Electronic, frühe Elektronik. Hier ist es wirklich klassisch noch Krautrock mit den Flöten und den Effekten und diesen, ja, großartiges Album. Auch Platz, also auch Kraftwerk 1 taucht noch auf und noch ein, zwei andere Alben von ihnen. Sogar eins noch in diesem Video. Genau. Kraftwerk 2, Besitzzahlen 2099. Suche 2696, ja. Billigste verkauft unter den letzten 10 war 28 Euro, höchster 249, Durchschnitt 90 und zuletzt verkauft für 159. Grandioses Teil, kann ich jedem nur empfehlen. Viele von euch werden sie haben. Ist auch als Repress natürlich unproblematisch zu bekommen. Das hier ist, wie gesagt, das eben und das hier, ich sag's dann nochmal dazu, sind die Originale. Genau, das macht natürlich preislich, ihr wisst's, natürlich noch diesen Unterschied. Schnell, schnell geht's weiter. Nummer 78, und da sind wir jetzt stilistisch jetzt in eine andere Richtung unterwegs. Neuzeit, sind es noch die 90er, sind schon die 2000er, ich müsste gleich nachgucken. Genau, ich weiß gar nicht, wie viel der Album von ihnen das ist. Es ist aber ein verdammt gutes. Ich habe auch das Debüt von ihnen. Redet von Daft Punk und Human After All ist das hier in diesem Falle. Ich schaue mal nach. Ich habe es nämlich nicht im Kopf, aus welchem Jahr das ist. Es könnte so knappe 2000er sein. 2005 sogar. Doch schon so neu. Ja, Daft Punk geht immer fantastisch. Also die sind für mich so echt outstanding im Genre, auch, also auch mit diesem ganzen Konstrukt drumherum, so ein bisschen wie Kraftwerk. Mit, die sind ja nicht wirklich anonym gewesen. Sie haben es dann irgendwann zu, war ja bei Kraftwerk auch nicht, aber auch in dieser Anonymität von Kunstfiguren abgedriftet. Und ja, ich finde auch, also sie haben ja dann zuletzt gequittet quasi. Vielleicht gar nicht verkehrt, dadurch diesen Mythos so ein bisschen auf, also auf einem guten Level abgetreten, es nicht auslaufen lassen. Fantastisch, kommen ja aus Frankreich, die zwei Jungs. Großartiger Sound, die, ich weiß gar nicht, ob ihr Debüt auch noch auftaucht in der Reihe, ich habe es gar nicht auf dem Schirm, müsste ich nochmal nachgucken, die, was ist es, Homework, habe ich auf jeden Fall auch, auch hier First Press, ich glaube in UK sogar, habe ich mal mit zwei anderen Alben von ihnen zusammen gekauft, war ein super Fang, ich wollte immer was von ihnen haben. Genau, und ihr wisst, ich bin nicht so der Repress-Fan. Klar, wenn es unbedingt sein will, muss und ich habe keine Chance, die Originale zu finden, dann gerne Repress. Aber, wie man sieht, man kommt auch immer mal wieder gerne an die Sachen, ohne Repress kaufen zu müssen und auch ohne die Bank von England plündern zu müssen. Ja. Das ist jetzt Daft Punk Human After All, 5422 nennen das ihr eigen, aber 4351, wenn ich es richtig entziffere, suchen trotzdem nach, also hohe Nachfrage trotzdem. Niedrigste Verkauf 26 aus den letzten 10, höchster 150, Durchschnitt 90, zuletzt weggegangen für 100. Ja, ich weiß nicht, ob ich es dazu sagen muss, aber es ist so House, Electronic Sound, aber leicht Alternative, finde ich. So ein bisschen French House halt. French House, seinen eigenen Funk da irgendwie mit drin, wie ich persönlich finde. Daft Punk, Human After All. Weiter geht's mit Platz 77. Und das ist ein echt unbekanntes Teil. Aber rar und spannend zugleich. Ja? Die Rede ist von, habe ich glaube ich mal Musik unterm Radar, mit Zeit Yucatan. Auf Tricom kommt das Ganze. Das ist eine deutsche Band. Uwe Aschhoff, Johannes Maria Piel, Axel Fritsche und Uwe Hano Tät. Kann es nicht genau sagen. Ist aufgenommen 82, ja. So, ich guck mal gerade, ob hier irgendwas. Es ist nicht wirklich viel hier rauszulesen. Aus Herne kommt die Band wohl allem Anschein nach, zumindest Sitzer Tickom. Also ich würde sagen Ruhrgebiet. Und die machen ja Prog Rock, Hard Rock. So.
Und das ist echt ein geiles Teil irgendwie. Also ich kann das, also man findet sehr, 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 sehr wenig über diese Band heraus. Aber wie gesagt, habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her habe. Kann ich gar nicht mehr genau sagen. Irgendwo aufgegriffen. Es war jetzt nicht vom guten Labelchef. Kann man gar nicht. Die Herren sind nämlich auch hier mit. Doch, kann man sehen. Sind mit drauf gedruckt, ja. Scheint aber so ein Self-Release irgendwie zu sein. Nee, gar nicht, war Tricom, warte, ich bin verwirrt, ey. Eine Co-Produktion von Tricom und Yucatan. Ja, okay, die haben ja doch irgendwo schon ein bisschen Self-Release auf jeden Fall auch selbst rein investiert. So richtigen Plattenvertrag war dann wahrscheinlich vielleicht nicht. Hier ist dann nochmal ein Beiblatt, sehe ich gerade. Jetzt schaut doch mal an. Nochmal ein paar Fotos zur Band. Schön, dass das dann drin war. Ist auf jeden Fall ein spannendes Teil. Zum Teil deutsche, zum Teil englische Texte. Alte Zeiten, Burning Witches, I Miss You, Yucatan, Auf und Ab. Das ist ein Instrumentalstück. Motherless Child, Keiner weiß Bescheid. Irrwind wieder instrumental und Stark nach 4. Alle nach 4. Ja. Spannendes Ding auf jeden Fall. Wie gesagt, die kann schon einiges, es gibt ja, das finde ich das Faszinierende am Plattensammeln halt, wenn man offen ist, auch einfach mal unbekannte Sachen zuzugreifen, dann kann man echt so wunderbare Perlen finden, die erstmal vordergründig einem gar nichts sagen, aber sich am Ende als echte Knaller herausstellen. Yucatan Safe Titled hier, hat ein Suchverhältnis von 19 Menschen, die besitzen und 70, die sie suchen, ja. Medianpreis zuletzt 10 verkauften 90, niedrigste 9, höchste 150 und zuletzt Verkauf für ein Huni. Ganz, ganz spannendes Gerät, jetzt nicht super abgedreht, aber super geiler, solider, proggiger Hardrock-Sound, der halt völlig unterm Radar läuft und vielleicht jetzt den einen oder anderen hier ein bisschen anfixt. Ich weiß gar nicht. Guck mal, vielleicht findet ihr was auf YouTube. Ich kann es aber nicht versprechen. Interessantes Ding. Auf Tricom. Yucatan. So, weiter geht's. 76. Okay, die habe ich noch gar nicht so lange her gezeigt. Auch ein Kultding. Hip-Hop diesmal. Und das ist Compton's Most Wanted. CMW. It's a Compton Thing heißt das Teil. Und da hat mich der liebe Matze von Vinyl Addict auf eine schöne Sache hingewiesen, was ich gar nicht wusste. Das Ganze ist auch so aus der NWA-Zeit, wenn ich mich nicht täusche, also Nigger with Attitude, wie man so sagt. Hier genau 1990. Und der gute Dude hier, wer den Film Menace to Society kennt, wusste ich nicht, hat mich der Matze darauf hingewiesen. Der gute OG, der dann auch in dem Drive-By-Shoot, wobei das ist gar kein Drive-By-Shoot, an diesem Imbiss, wo die Typen dann fertig machen nachher. Da ist der OG, ja, der auch an anderer Stelle auf der Party, glaube ich, auftaucht und so weiter. Ich weiß gar nicht mehr, welcher von den drei Dudes er ist. Ich verstehe denn hier die Namen. Boah. Nee, finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Teil. Ich finde sie gar nicht so hart wie eine NWA, eher so wirklich schon Long Beach City Style, wie es auch später vom Vibe so ein bisschen wird, so ein bisschen angefunkt, wie die Dre, späteren Dre Sachen, wenn er Solo und Snoop Dogg und so gemacht hat. Das ist schon echt geil. Gefällt mir sehr, sehr gut, auch ziemlich rar, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, war in Andys Sammlung drin, die ich ja da, weiß ich gar nicht, im Oktober oder was war das, als ich sie gekauft habe. Die einfach eine Goldgrube waren, super spannenden, raren Sachen im Jazz, Funk, Soul, R&B und Hip-Hop-Bereich, ja, also Rhythm and Blues tatsächlich nicht der neue R&B. Und das Teil hier, das ist echt ein rares Original, ja, was man echt so ohne weiteres nicht kriegt. 656 haben das, 949 wollen das, gerade in Europa, gar nicht so easy zu bekommen. Als Original. Niedrigster Verkauf aus den letzten 10, 65 Euro, höchster 200, Durchschnitt 91, zuletzt weggegangen für 106. Ist auch in ganz passablem Zustand. Viele von den Hip-Hop-Sachen vom Andy waren sehr durchgerockt, weil es seine Jugendplatten waren. Die ist noch echt gut in Schuss und ja, super geiles Teil.
Compton Most Wanted mit It's a Compton Thing. Herrlich. War die Nummer 76. Jetzt kommt 75 und hier kommen wir dann wieder zurück auf die Band, die wir eben schon mal hatten. Es ist Kraftwerk und es ist ein späteres Teil und da sind sie definitiv nicht mehr Krautrock. Da sind sie für mich Electronic. Ja, und das ist Transeuropa Express. Die meine ist jetzt, nein, passt auf, so. Also die wird sehr hoch gerankt, aber das hängt, glaube ich, vor allen Dingen mit einer Sache zusammen. Und das muss ich dann ein bisschen relativieren, zu sagen, das fehlt mir. Und ich glaube, das macht dann den ganz hohen Preis oder den hohen Durchschnittspreis am Ende des Tages aus. Man kriegt die als Original auch schon mal ganz okay, also nicht billig für einen Fünfer, vielleicht, wenn du mal ganz viel Glück hast, vielleicht, aber eigentlich schon eher so im, weiß nicht, 20, 30 Euro Bereich, ja. Und so richtig steil geht die mit einem Zusatzgimmick. Erstmal grundsätzlich ist ihr, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Jahr war das, 77 genau, ist schon damals in Typografie Ink Studios in Düsseldorf aufgenommen worden. Beziehungsweise in Klingklang Studios, ja, was jetzt doppelte Nennung hier drauf. Album, Konzept und Produktion Ralf Hütter und Florian Schneider natürlich, Klingklang Studios Düsseldorf. Rüssel, Hamburg, okay, Record Plan, Hollywood und Typografie Ink Studios sind wahrscheinlich die guten Herren, die das schöne 50er Jahre oder 60er Jahr Design Fotografie übernommen haben, die ja das Artwork jetzt hier. Genau, das Original Inner habe ich, aber das Richt, was das Ganze richtig teuer macht, ist, wenn das hier als Poster vorhanden ist. Das habe ich leider nicht. Ja. Bin ich noch auf der Suche nach einer Version, die mir vielleicht mal früher oder später in die Hände fällt. Es ist aber ähnlich wie mit der guten Egemim Yasi von Can. Mit Poster ist sie halt einfach doppelt so viel wert. Und das hier ist vergleichbar sogar, da ist die Preissteigerung noch ein bisschen mehr. Also haben tun die 5086, 3154 immerhin suchen das Album immer noch im Original, ja. Deutschpressung hier. Günstigster Verkauf 21, also ich sag ja, 20 so musst du mindestens trotzdem immer hinlegen. Durchschnitt ist 94, höchste 222, das sind dann so die mit Poster und so weiter kommen natürlich. Genau, und zuletzt Verkauf für 38, das wird dann ohne Poster gewesen sein, also so zwischen 20 und 40 ist so der Normalpreis. Ja, und ist halt Elektronik, ne? Für mich kein Crowdrock. So, ich drehe nochmal kurz. Weiter geht's. Und nach Kraftwerk mit der 75 haben wir dann mit der 74 mal Jazz heute dabei. Ja. Und das ist Free Jazz und ich finde sie, boah, also es ist jetzt keine Platte, die ich mir regelmäßig anhöre. Ich muss es ganz ehrlich sagen, aber es ist halt ein Schätzchen. Das muss man schon sagen. Es ist nämlich Free Jazz tatsächlich auch. Ja. Und es ist für mich von ihm echt die anstrengendste Platte, die ich habe. Deswegen, die hat glaube ich auch nur zwei, dreimal draufgelegen auf dem Teller. Und er kann es lesen. Ja, gut, es ist Geschmackssache. Ich bin ja schon abstrakt und so, bin ich ja total offen und so ein Zeug gegenüber Experimental und so, aber das ist für mich dann doch zum Teil zu atonal, muss ich sagen. Die Rede ist hier von John Coltrane's Escension, würde ich sagen. Das ist ein US First Press. Das ist halt wirklich, 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 wirklich free. Also wirklich free. Alle sehr, sehr free. Die Besetzung ist Bombe, ja. John Coltrane, Elvin Jones, Freddie Hubbard, Archie Chapp, McCoy Tyner, Davy Jones, Art Davis, Jimmy Garrison, Marion Brown, Pharoah Sanders, also... Ist natürlich Bombe, aber es ist echt, echt anstrengend. Das muss ich echt sagen, es ist echt anstrengend. Speziell, muss ich mir nochmal anhören, bestimmt 2, 3, 4 Jahre nicht mehr gelaufen, aber ja, das ist wirklich, also das ist keine Relax-Scheibe, überhaupt keine Relax-Scheibe. Genau das Gegenteil, ich weiß gar nicht aus welchem Jahr, das ist glaube ich 1965. Ja, wie gesagt, also ihr seht ja hier die Besetzung. Die kann schon was. Aber ja, ich bin froh, sie zu haben. Sie sind, ja, sie ist ein bisschen angegeben. Es ist eine Ami-Pressung, ne? A95, schönes Teil. Aber wie gesagt,
it's really anstrengend. Die haben 750 Leute, 755 wollen, die zuletzt niedrigster Verkauf 13, Durchschnitt 94, höchst 282, zuletzt Verkauf vor 15. Okay, dann hat er Glück gehabt. Ja, es ist echt absolut Free Jazz. Ich habe ein paar Free Jazz Scheiben. Und ich kann mir das auch anhören, aber manch, also da muss man im Mut sein, auf jeden Fall. Und wenn meine Frau anwesend ist, kann ich das definitiv nicht auflegen. Jetzt sagt die, was soll der Lärm? Ja, aber trotzdem, schönes Rasteil, schön Design eigen zu nennen. Wenn ich die Wahl zwischen Coltrane-Scheiben habe, ist aber meistens tatsächlich die ich am ehesten nicht auflege. Muss ich einfach so sagen. Aber trotzdem schon zocken, muss man auch sagen. So, Coltrane war die 74, jetzt kommt die 73. Jetzt kommen wir mal wieder ein bisschen in 90, ich glaube auch 90, wenn ich mich nicht täusche. Und es ist eine verdammte Welle. Ja, gut, dass der Hype-Aufkleber noch drauf ist, auch wenn er nicht mehr ganz so sauber ist. Weil sonst wird es schwer, das Ganze zu lesen. Hier unten ist der Albumtitel. Hier, ich glaube, man kann es so leicht sehen, dass es geprägt ist hier. Ne? Nowhere. Und hier oben auch. Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt natürlich auch so eine Japan-Hülle drum. Rides hier auch nochmal erhaben drauf. Hier, was ist das? Indie-Sound 1990. Shoegaz auch genannt. Vom Style her. Die habe ich total günstig mal gefunden. Die ist auch nicht mehr tippitoppi. Auf gar keinen Fall. Aber mega geiler Sound. Also es ist so Indie-Relax, finde ich. Also mich relaxt der Sound. Ich liebe auch das Artwork. Ich finde diese komische Welle. Also mega. Ich weiß nicht, wann, wo, bevor die überhaupt irgendwie so zum Ansatz des Brechens kommt. Aber irgendwie fasziniert mich das Cover. Ich weiß auch nicht. Ja, es ist wirklich tatsächlich ein Klassiker in dem Bereich und auch tatsächlich nicht so einfach zu bekommen. Ist in Blackwing Studios in London aufgenommen. Ich weiß nicht, wir gucken nochmal rein, ob was mit Inner Sleeve so weiter ist. Ich glaube, hat doch, habe ich auch drin. Ich habe es dann ausgetauscht. Hier einmal die Band noch zu sehen. Ja, und hier noch ein paar Sachen dazu. Ja, es ist ein schönes Teil. Eins von den Sachen, die echt nicht so easy auf Platte zu finden sind. Achso, ja, genau, ich noch zur Info. Ich werde nächste Woche am Wochenende, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt nächste Woche ein Video kriege. Ich bin nämlich gar nicht da. Ich fahre kurzfristig in einen kleinen schönen Urlaub. Aber ich hatte mir auch vorgenommen gehabt, wenn ich was mache, das müsste ich dann ja morgen oder übermorgen machen, damit dass ich das noch hinkriege, dann wäre das nicht die Reihe hier diesmal, sondern dann würde ich mal einen kleinen Break machen. Ich habe eine kleine spezielle Sammlung gekauft, sehr freakige Sachen, behalte ich auch nicht alles, aber spannende, total outstanding, also irgendwie so gar nicht so standardmäßige Sachen, so echt underground und ein bisschen speziellen Kram. Den würde ich dann, glaube ich, nochmal zwischendurch vorstellen, damit ihr mal eine Pause hier von der Reihe habt. Aber jetzt gehen wir erstmal hier auf die Ride Nowhere ein. 719 haben die tatsächlich hier. Ich weiß gar nicht, ist es UK? Ich glaube, es ist ein UK für. Ne, ist ein German First Press. Entschuldigung. German First Press. 719 haben die, 1134 wollen die, 38 zuletzt verkauft, 94 Durchschnitt, 164 höchst. Zuletzt verkauft für die besagten 38 Shoegaz oder Indie Rock. Da drunter würde ich es packen. Ja. Auf Sire kommt das Ganze. Nummer 73. Jetzt noch 72 und dann kommt auch schon die letzte für heute. Halbwegs gut durchgekommen diesmal. Und wir haben hier einen absoluten Klassiker. Es ist das Debüt, ne? Wenn ich mich nicht täusche, es ist das Debüt. So quasi der erste große Auftritt von dem jungen Herrn hier in der Mitte mit dieser fantastischen Frisur. So großartig geändert hat die sich gar nicht. Die ist nur hinten was gekürzt worden, habe ich das Gefühl. Die Rede ist natürlich von niemand geringeren als Van Morrison. Hier in der Combo. Them. Und vor allen Dingen mit dem Album
Angry Young Them. So, mein Gott, ich musste kurz überlegen. Und zwar als UK Mono First Press. Ja, schönes Teil, schönes Teil. Hatte ich zuletzt nochmal. Habe ich weitergegeben an befreundeten Händler. Die war in der Sammlung, die ich nach Andys Sammlung gekauft habe. Diese 60s Rock Dingens Paket drin. Ich glaube, die das gesehen haben, zum Weiterschicken, die Platten, die ich nicht behalte, die haben die auch gesehen. Auch das Teil war damit bei. Super geil, auf Decker kommt die. Going Home ist drauf. Mystic Eyes. Dann haben wir eine Gloria. Gloria, richtig geile Version. Ich liebe das Lied. My Little Baby. Route 66 ist drauf. Bright Lights Big City ist drauf. Don't Look Back. Johnny Hooker Cover. Also, das ist schon echt ein geiles Teil. Ist dem Rhythm and Blues natürlich zuzuordnen. Aber hat auch echt schon irgendwie so Garage-Rock-Anleihen, wie ich finde. Also es ist schon so rotzig irgendwie, ne? Ich find's echt ein gutes Album. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Wie gesagt, kommt hier 1965 das Ganze schon rausgekommen. Also echt früh hier auf diesem schönen Decca-Label. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und halte ich echt in Ehren, super schönes Teil. The Angry Young Them ist wirklich eine Granate. Kann ich nur allen empfehlen. Also ist natürlich schwer in der Version zu. Es ist Glück, ganz oft Glück und auch Teil von Sammlung kaufen. Ich muss es einfach sagen, so einzeln. Ja, wer die einzeln verkauft, der weiß halt, was er hat. Ne? Und deswegen. Sowas findest du dann tatsächlich echt nochmal. Also zu einem vernünftigen Preis, wie gesagt, ich bin keiner, der. Ich will keine Vermögen für Platten ausgeben. Ich bin absoluter Freund, die Sachen sind bei mir in super Enden, aber ich bin jetzt nicht bereit. Ich bin halt ein ganz normaler Typ. Ich habe jetzt nicht eine Milliarde auf dem Konto, ne? Das geht nicht. Und das Hobby ist, wenn man. Das hält mich ja auch von diesen Neupressungen oftmals fern. Das ist einfach, wie ich finde. In der letzten Folge habe ich es gesagt, die Blitzex-Platte, die ich da gekauft habe. Dreifach Vinyl, zwei CDs, DVD, Poster bei. Damals irgendwie 32 Euro, das war teuer damals, oder 35. Heute, ich glaube, würde sagen, keine Chance unter 70, wenn die als Platte heute rauskommen würde. Deswegen, da hat mich die Plattenindustrie so ein bisschen verloren, muss ich sagen. Faire Preise, so bis 25, 30 Euro, ist alles noch okay. Aber manche Sachen sind halt. Aber dann erwarte ich auch eine gefütterte Innenhülle und so. Aber es ist. Das presst die Sammler aus, finde ich. Also ich finde die Entwicklung da echt scheiße, muss ich sagen. Deswegen bin ich halt ein Secondhand-Vinylkäufer. Ganz klar. Und die letzte für heute, die Nummer 70. Ist ein echt spezielles Teil und glaube ich auch gar nicht so vielen Leuten bekannt. Frank Reich, wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege, kommt die gute Band her. War Frank Reich, ne? Ja. Frank Reich, es ist Moving Gelatin Plate. Plates, Entschuldigung. Moving Gelatin Plates, es ist glaube ich ihr Debüt auf CBS. Ich weiß gar nicht, kann man das so richtig sehen? Das ist ein Artwork. Es ist halt echt so eine Hand, die hier völlig irgendwie mit Gelatine zugeballert wird. Ja, also das ist auch eine französische Pressung. Nee, ist eine holländische. Ist eine holländische Pressung. Est la Marique de la Société Columbia Broadcast System. Oh, keine Ahnung. Also steht Print in Netherlands drauf, ist aber vielleicht trotzdem eine französische Platte. Ich weiß es nicht. Also Band auf jeden Fall französisch. Das ist Prog Rock, Jazz Rock. In diese Richtung echt freaky Sound. London Cap mit 8 Minuten 30 X25 oder auf wahrscheinlich französisch so 2 Minuten. Gelatine 8 Minuten 10. Last Song 15 Minuten 20 und Memories 3 Minuten 15. Ja, wir haben hier eine Instrumentierung mit Orgel, Trompete, Saxophon, Sopransaxophon, Tenorsaxophon, Flöte, Gitarre, Shunt, also es wäre ja dann Gesang, wenn man hier beim Französischen wäre, Akustikgitarre, Bass und nochmal 12-seitige Gitarre und Percussions. Ja, freaky, geiler, abstrakter, progressiver Sound im jazzrockigen Gewand, gefällt mir sehr gut. Ich glaube, es gibt mindestens noch ein Album, das ist irgendwie so ein auch irgendwie ganz freakiges Cover, irgendwie ein
Rinderkopf liegt da mit Zunge raus und dann irgendwie dekoriert, lustig. Also schon merkwürdige Cover haben die Jungs. Gefällt mir aber sehr, sehr gut und ist mir auch, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, irgendwo in Herne oder so mal in die Hände gefallen, mit einer anderen, mit im Rahmen einer Sammlung. Ganz, ganz tolles Teil, ganz, ganz spannend. Das ist der Scheiß halt, den ich in erster Linie suche. Also wirklich freakiger, abstrakter Stuff. Ja, und das schlägt sich auch im Preis und im Suchverhältnis und Habenverhältnis nieder. Die Moving Gelatin Plates haben ganze 39 Leute und 173 suchen die. 39 Euro war der niedrigste zuletzt verkaufte Preis, 97 Durchschnitt. 202, nee, oder doch? Jetzt bin ich verrutscht hier, wo bin ich denn da? Doch, 97 und 126 höchste aus den letzten 10 und das war auch der zuletzt verkaufte Preis. Ganz, ganz spannendes Teil. Hört mal rein, das könnt ihr auf jeden Fall online hören, das weiß ich ganz genau. Auch das andere Album von ihnen habe ich auch zuerst online gehört und dann habe ich mich umso mehr gefreut, als ich dann die Band wieder gefunden habe. Das ist ja, du entdeckst beim Plattensammeln immer wieder neuen Stuff und online hören von Rahmscheiß. Es gibt ja genug Kanäle, die sich mit Platten auseinandersetzen und so, die schwer zu finden sind. Ich höre eigentlich jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit und zurück ein anderes neues Album, wodurch natürlich, naja, angefixt werde auf viel Scheiß, der mir wahrscheinlich nie vor die Füße fällt. Aber wenn ja, dann, dass ich mich umso mehr freue. Naja. Das war Platz Nummer 71. Und ja, Leute, das Video wieder um. Ich freue mich, dass ihr hier wart. Ich hoffe, das unterhält euch weiter, die Serie. Wer, wie gesagt, diesen Teil zuerst sieht, geht mal zurück. Die zwei anderen Teile sind noch da und irgendwo findet ihr auf meinem Kanal auch das andere Ding. Ansonsten auch massig Videos, weit über 300 mittlerweile, glaube ich. Danke für die Unterstützung immer wieder an alle, die immer wieder reinschalten. Auch danke an die, die einen negativen Daumen da lassen. Auch ihr habt das Video geklickt. Viel schöner als ein negativer Daumen wäre vielleicht auch einfach mal konstruktive Kritik, was euch nicht so gefällt, was ich besser machen kann, was euch nicht passt. Naja, wir sind im Internet. Man darf nicht zu viel erwarten. Naja, okay, Leute, ich danke euch auf jeden Fall. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Ich hoffe, es hinzukriegen fürs nächste Wochenende da, diese kleine Sammlung euch noch vorzuzeigen. Es sind 12 Inches, 10 Inches, 7 Inches bei. 7 Inches gehen die meisten von weiter, wobei ich schon eine gehört habe. Boah, geiles Teil. Naja, bleibt mal gespannt. Das ist eher speziellerer Sound, weniger so typisch für meinen Kanal. Vielleicht interessiert euch das ja. Genau, und wenn nicht, dann auch schön. Dann schaut halt nicht rein. Aber bleibt dem Vinyl auf jeden Fall treu. Wir sehen uns beim nächsten Mal oder irgendwann mal wieder. Bis dahin erstmal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.